Hallo, liebe Bastelfreunde, ich möchte euch heute zeigen, wie ich meine kleine Erdbeerhexe koloriert habe und wie die ganze Karte gestaltet wird. Wer das Video schon gesehen hat, 5 Tipps zum Kolorieren mit Alkoholmarkern, Basic, Tutorial, der überblättert das oder überspringt jetzt das Video und schaut jetzt erst ab Teil 3 Minuten 28. Ansonsten schaut gerne zu, wie ich die kleine Hexe anmale. Dazu nehme ich mir die Stampin' Blends. Ich verwende für die kleine Hexe einmal die Stampin' Blends von Stampin' Up in Chili Dunkel und Chili Hell. Leider ist mir das Chili Hell hier ausgegangen und ich benutze einfach Copic-Stifte. Welche Farbnummer ich nehme, das seht ihr auch eingeblendet jedes Mal, so dass ihr das ganz leicht nachbasteln könnt. Nun habe ich nicht alle Farben von den Stampin' Blends. Darum benutze ich auch gerne andere Farben von anderen Herstellern. Hier nehme ich Spectrum Noir, Orange und danach koloriere ich weiter mit den Stampin' Blends Mango Gelb, einmal dunkel und einmal hell. Und ich male immer die Ränder dunkel an und gehe dann mit dem hellen Stift herein in die Form und male den Rest einfach aus. Für mich hat es sich bewährt, wenn ich immer von den dunklen nach den hellen gehe. Aber ihr könnt das genauso andersrum machen. Zuerst die hellen Flächen ausmalen und dann ins Dunkle reingehen. Und wenn dann zu krasse Farbübergänge sind, dann geht einfach nochmal mit dem hellen Stift drüber weg. Ich ergreife mir von I Love Art die schwarzen Stifte, einmal schwarz und einmal grau. Das ist die Farbnummer 120 und die 109. Und ihr könnt wirklich alle Alkoholstifte, die ihr habt, miteinander mischen. Das ist völlig egal. Die Vor- und Nachteile von den Alkoholmarkern, die erzähle ich euch in den 5 Tipps der Alkoholmarker. Und wenn euch das interessiert, dann schaut einfach in das Video herein. Die Haare werden bei mir in Savanne Dunkel erstmal angemalt und dann gehe ich noch einmal mit Bronze herein und setze ein paar Akzente. Das gleiche mache ich bei dem Holz, so dass jede Farbe sich irgendwo wiederholt. Die Gesichtsfarbe hinzubekommen ist ja immer ziemlich schwierig. Dazu eignet sich sehr gut das Blütenrosa und die dunkleren Akzente setze ich dann einfach mit Elfenbein von Stampin' Blends. Die ganz leichten Wangen erhält die kleine Hexe von Spectrum Noirs mit der Farbnummer CH2. Das liebe ich wirklich sehr, aber ihr könnt natürlich wie gesagt schon alle Farben nehmen, die ihr habt. Die Geschwindigkeit bei dem Video habe ich natürlich ein wenig höher genommen, damit ihr mir nicht einschlaft. Und jetzt kommen bei der kleinen Hexe noch die Akzente aufgesetzt. Sie wird als kleine Erdbeerhexe gemalt und die kleinen weißen Punkte erzeuge ich mit der Kalligraphie-Ink von Winsor & Newton. Da habe ich euch ja ganz dolle schon vorgeschwärmt und ich kann diese wirklich nur sehr empfehlen. Das ist eine Acrylfarbe auf Wasserbasis, so dass ihr das auch immer wieder schön vom Pinsel herabbekommt oder von eurem alten Kugelschreiber, was ihr dann gerade nehmt zum Akzente setzen. Wenn ihr mit Alkoholstiften malt, ist es wichtig, dass ihr den Stempelabdruck mit Memento stempelt oder mit Versafein. Also das müssen Farben sein, die auf Wasserbasis sind. Dann verwischt euch das Ganze nicht. Um die Karte weiter zu gestalten, verwende ich eine alte Handstanze von Stampin' Up. Da stanze ich mir die Fledermäuse aus. Ich glaube, die Handstanze heißt auch Fledermäuse. Da kommen 3 Stück heraus, die habe ich euch schon mal in einem anderen YouTube-Video vorgestellt. Da habe ich auch eine kleine Hexe koloriert und ich mag die Fledermäuse und die werden wohl ewig bei mir zu Hause bleiben. Und wieder nehme ich meine weiße Farbe und setze dort einfach ein paar Akzente und die Fledermäuse erhalten von mir noch ein paar Augen, damit sie durch die Nacht leuchten können. Um die Akzente zu setzen, nehme ich ja ein Perforierwerkzeug. Ich sage immer ein Piekser. Mein Original-Piekser von Stampin' Up ist leider verschwunden. Vielleicht leiste ich mir dann auch nochmal den Aufhebhelfer, denn der hat einige Vorteile. Da habt ihr nämlich das Perforierwerkzeug mit dabei, in Mini-Spatel, wo ihr dann Paletten und Papierakzente super aufsetzen könnt. Aber was natürlich auch super ist, das ist die Bürstenspitze für den Aufhebhelfer. Ich habe hier noch die Bürste von Stampin' Up, die ganz uralte, die es leider nicht mehr gibt, aber die super praktisch ist, weil ihr dann die ganzen Kleinteile aus der Form herausbekommt. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, vielleicht kommt mein Perforierwerkzeug auch noch wieder zum Vorschein. Nun habe ich ja 4 Spinnennetze ausgestanzt und werde mir diese aufkleben.
Aufkleben auf eine Mattung, die ist 14,2 mal 9,9. Könnt ihr natürlich auch 10 schneiden, das ist jetzt egal. Ich habe das jetzt nur genau ausgemessen. Also meine Mattung habe ich sozusagen 9,9 mal 14,2 zugeschnitten und ich klebe jetzt einfach die Spinnennetze auf. Die sind zwar ziemlich filigran, aber wenn ihr dann den Tombow nehmt, braucht ihr ja nur die langen Striche entlang fahren und dann klebt der Rest ja genauso. Also ihr müsst nicht überall Leimkleckse drauf machen. Und mit dem Tombow habt ihr eine gute Füllspitze, wo dann ganz filigrane Züge gezogen werden können. Der Vorteil vom Tombow ist ja, es gibt auch einen Kleberadierer, da könnt ihr jetzt Leimkleckse auch wieder wegradieren. Bei einer Karte, da hatte ich auch zu viele Kleckse, da habe ich einfach den Wink auf Stella genutzt und dann das übermalt, so fällt es dann gar nicht auf, dass da mal ein Leimklecks daneben ist. Oder ihr nehmt euch doppelseitiges Klebeband und klebt euch das hinten drauf, stanzt dann die Form aus. Und dann könnt ihr das Spinnennetz ohne Kleber aufkleben, weil ja dann das doppelseitige Klebeband hinten ist. Aber ich habe gemerkt, für mich ist das nichts, weil da so viele Kleinteile überall kleben von dem Spinnennetz, dass mich das mehr wahnsinnig macht, als dann einfach mit dem Tombow ein paar Leimstriche zu ziehen. Damit die Spinnennetze ziemlich plan liegen, nehme ich mir immer einen großen Acrylblock und setze den auf die Leimstellen auf, also auf die Spinnennetze, und dann klebt das fantastisch schön gerade auf und es wälzt sich nichts. Nun habe ich mir einen Spruch embossed in Weiß und schneide mir diesen klein zurecht. Also ich versuche so wenig Rand wie möglich zu lassen. Das könnt ihr stempeln, das könnt ihr weiß embossen, wie euch das beliebt. Ihr könnt natürlich auch auf weißem Papier stempeln. Ich wollte, dass das schön kontrastreich hervortritt. Und damit das ein wenig Abstand erhält, klebe ich mir da einfach Abstandshalter auf. Ich habe schwarze Abstandshalter hier genommen, also doppelseitiges Klebeband, so Formtape. Mag ich persönlich nicht ganz so dolle, weil das klebt überall, was natürlich schön ist, aber leider auch an der Schere. So, die Mattung ist fertig und da steht ja so ein Überstand ab. Den könnt ihr einfach mit einer Schere entfernen. Da ich nicht so gut mit der Schere gerade schneiden kann, nehme ich mir da wirklich am liebsten meinen Hebelschneider und schneide mir dann einfach die Ränder zurecht. Wer gerade schneiden kann, der nimmt natürlich seine Schere. Aber irgendwie war das immer bei mir schief und krumm. Aus dem Grund Hebelschneider und zack, die Ränder, die überflüssigen, einfach abschneiden. Wenn jetzt mal irgendein Spinnennetz sich löst an einer Stelle, dann könnt ihr das natürlich auch noch mit einem kleinen Stückchen Papier hinten noch festmachen. Also, dass ihr sozusagen ein Stückchen Papier mit Leim benetzt und dann unter das Spinnennetz drunter fahrt und dann klebt ihr das einfach an. Also, ich finde, der Tombow hält schon sehr gut und ich kann den wirklich nur empfehlen. So, Papierschnipsel weggeräumt. Jetzt soll natürlich die Mattung noch ein wenig hervortreten und ich habe mir wieder einfach schwarzen Farbkarton genommen, einen dickeren und klebe mir jetzt die Mattung auf. Der schwarze Farbkarton, der ist ungefähr 1 bis 2 mm größer, sodass der Rand wirklich ganz hauchzart und schwarz ist. Und ich mache das so, manchmal klebe ich das auch auf ein größeres Stück schwarzes Papier und schneide mir dann den Rand einfach nachträglich ab, sodass der ganz fein ist. Hier hatte ich fast ein passendes Stückchen Papier gehabt und nutze das natürlich. Und um das schön gerade aufzukleben, jetzt der Tipp. Klebt doppelseitiges Klebeband an allen Seiten am Rand entlang und faltet euch die Ecken so empor. Dann könnt ihr das nämlich auf dem Farbkarton noch schön ausrichten und wenn das doch ein wenig schief ist, geht es immer noch zu lösen. Wenn man das Klebeband komplett ablöst, dann ist es schwierig, das nochmal auszujustieren, wenn es klebt. Denn das Klebeband hält bekanntlich sehr gut. Und so könnt ihr nochmal schauen, ob oben, unten, rechts und links der gleiche schwarze Rand ist und dann das einfach aufkleben. Und wenn das passt von den Abständen her, dann nehme ich mir einfach so eine hochgeklappte Ecke. Ihr seht, ich friemel da ganz schön
und ziehe mir dann das Klebeband ab, die Schutzfolie von dem Klebeband. Und seht ihr, das Schwarz, das ist hier viel zu viel. Und ich schneide mir das dann einfach mit dem Hebelschneider ein Stückchen ab, so dass da wirklich nur ein ganz, ganz feiner, hauchfeiner schwarzer Rand bleibt. Nun ist die Mattung fertiggestellt. Nun nehmen wir uns die kleine Erdbeerhexe, ziehen uns die Schutzfolie von den Abstandshaltern ab und kleben diese einfach auf. Danach kommt der Banner. Auch da habe ich ja Abstandshalter draufgeklebt. Und ich fädel mir das ein wenig unter die Hexe, unter den kleinen Kochtopf drunter und klebe das genauso fest. Die Fledermäuse werden einfach drapiert, so wie es euch am besten gefällt. Dann kommt ein kleiner Klecks Leim drauf. Und wer mag, der kann natürlich noch die Flügel nach oben biegen. Das habe ich hier bei dem Beispiel nicht getan. Ergibt aber bestimmt auch einen tollen Effekt. Und so ein kleiner Leimklecks, der reicht vollkommen aus, um das alles festzumachen. Ich nehme mir jetzt einen hergestellten Kartenrohling. Der hat ja immer wieder dasselbe Maß, also 21 cm in der Länge und 14,85 in der Breite. Und die Länge von 21 cm, die falze ich mir bei 10,5. So stelle ich mir jeden Kartenrohling selber her. Ich habe jetzt das hier gefalzt und nun möchte ich die Mattung aufkleben. Da gehe ich genauso wieder vor wie bei der weißen Mattung. Ich setze mir Klebeband an die Ränder und justiere mir das aus, indem ich das Klebeband nicht komplett erst abziehe, sondern einfach nur ein paar Ecken hochklappe, mir das ausrichte, dass der weiße Rand überall gleich ist, der Abstand. Das kann schon mal länger dauern, aber so könnt ihr das immer noch ein wenig justieren. Und dann ziehe ich mir, wenn das passt, das Klebeband ab. Und schon habt ihr eure kleine Erdbeerhexe fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hier seht ihr meine Originalkarte. Und bei der Karte habe ich ein wenig geschludert mit dem Leim und bin einfach nochmal mit dem Wink auf Stella auf das Spinnennetz draufgegangen. So glänzen nicht nur die Leimkleckse, sondern auch die Karte. Ich nehme den Wink auf Stella auch gerne, um Akzente zu setzen, so etwas hervorzuheben, und Glitzer kann man ja immer auf der Karte gebrauchen. Hier, unsere Karte ist ohne Glitzer entstanden und ich finde, die sieht genauso gut aus. Aber wenn mal doch ein Malheur passiert, dann ist der Wink auf Stella super geeignet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Gebt mir doch gerne einen Daumen hoch und wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Ich sage jetzt Tschüss, eure Maren von Stempelhase.